willkommen zu diesem neuen Vlog. Das hier wird ein Geburtstagsvlog, weil ich beziehungsweise wenn ihr das Video seht, hatte ich am 19.02. Geburtstag. Aber ich dachte, ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit. Wir haben gerade Samstag, ich habe morgen an einem Sonntag Geburtstag, sehr, sehr praktisch. Und ja, ich dachte, ich nehme euch heute schon mit, weil ich heute einen Kuchen machen werde. Der ist eher weniger so zum Essen gedacht. Also wir werden den natürlich trotzdem essen, aber ich brauche den für ein Video. Und genau, heute machen wir dann auch noch ein Bild für morgen, das auf Instagram online kommt. Und meine Schwester und ein Freund kommen vorbei und die übernachten hier. Und dann feiern wir quasi zusammen in meinen Geburtstag rein. Und ich würde sagen, als allererstes versuchen wir jetzt mal den Kuchen zu machen. Ja, ich möchte einfach nur, dass es schön aussieht. Und ja, damit wäre ich, glaube ich, am sichersten. Ich nehme, glaube ich, hier einfach diese Vase zum Ausstechen. Ich glaube, das ist eine gute Größe. Ist, glaube ich, eine gute Größe. Oh oh. Ich habe die Creme, die muss ich zweimal machen. Die ist das erste Mal zu flüssig geworden. Sieht noch nicht ganz so schön aus. Jetzt kommt auf jeden Fall noch Fondant oben drauf. Aber ich habe echt keinen Plan, wie man das macht. Sieht okay aus, oder? Und jetzt? Also perfekt ist es nicht geworden. Aber die Seite ist noch schlimmer. Aber es geht. Für ein Real geht das. Essen ist fertig. So sieht es aus. Das lassen wir uns jetzt schmecken. 3, 2, 1, go. Digga, was ist das? Okay, ich würde sagen unentschieden. 3, 2, 1, go. Ich setze hier noch auf Chrissy. Schade. Wir haben es gewaltig später. Es ist 11:30. Eine gewisse Person hat bald Geburtstag. Und wir sind gerade dabei, hier einmal Mario Kart zu spielen. Wie kann man jetzt Bussteuer machen? Ah, du machst es schon. Jo, ich bin der hier. Chris ist zweite. Ich mach auch. Ey, nein! Was? Okay, hab ich das nicht gemacht? Wer weiß, wer das macht? Ich bin Jesse. Okay, warte. Okay, Leute. Oh mein Gott, okay. Augen zu. Happy birthday to you. Alles Gute. Oh mein Gott. Hast du den gebacken? Die haben wir vorhin noch gemacht, deswegen war ich Bungee. So, ich habe mich schon gefragt, was du machst. Der Text kam von mir. Fast 30. Guck mal, das muss ich dir zeigen. Fast 30. Chrissy, du bist jetzt 21 Jahre alt einfach. Du bist volljährig, überall. Genau. Probieren, den müssen wir noch probieren gleich. Müssen wir probieren. War das eine Backmischung? Nein. Das war selbstgemachter Teig. Wir haben alles selber gemacht. Alles. So alles. Glasur. Let's go, probieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es liegt ja an dir, dass wir ihn verkacken jedes Mal. Der ist gut. Ehrlich? Oh, ernsthaft, 100% ernst. Wirklich? Wir haben mittlerweile den nächsten Tag. Ich habe mich auch schon ready gemacht. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Okay. Kann ich runterkommen? Ja. Alles Gute zum Geburtstag. Oh. Muss sagen, das sieht schon cool aus, oder? Das sieht echt schön aus. Oha. Das ist riesig geworden. Süß, ich will gar nicht auspacken, aber die Blumen müssen ins Wasser. Und da ist noch was drin, was du nicht weißt, was das ist. Ja, stimmt. Aber ich will es nicht auspacken, ich bleibe jetzt einfach den ganzen Tag so stehen. Du musst die Rückseite auch noch zeigen gleich. Wovon? Von dem Teil. Einfach. Nimmst du bitte eine Schere mit? Das schaffe ich nicht. Digga, das ist stabil. Das ist übrigens das einzige Buch, wo Chrissy gespannt ist, wie es drin aussieht. Ja, weil das ein anderes Buch ist. Nein. Wollt ihr es auch machen? Ja. Aber das ist cool. Oh mein Gott. Oh, das ist cool. Das Schachspiel. Wow, tada. Das ist geil. Schachspiel. Das habe ich, glaube ich, erkannt. Dankeschön. Bitte. Wir ready. Da oben? Ja, einfach Feuerzeug raufhalten und dann brennt das. Ja, wie lange geht das noch? Alles Gute. Ey! Okay, hier sind jetzt die Geschenke. Let's go. Und wir gehen jetzt runter. Ey, Chris, die Augen zu! Oh, wie süß. Ja, einmal mehr Schokolade. Danke. Und einmal deine Lieblingsfertig, wie du so gerne machst. Wo sind die Blumen? Schokobons. Dankeschön. Leo. Ich dich auch. Wir haben Essen bestellt. Was hast du? Hawaii.
Hawaii. Hawaii-Pizza. Noch gar nicht aufgemacht, warte. Ah ja, genau. Jetzt gibt's lecker Kuchen. Den hier und den von gestern noch. Kurz fertig gemacht. Wir haben ja Kuchen gegessen. Und jetzt geht's für Max und mich los. Wir fahren nämlich heute noch auf ein Konzert. Ein richtig cooler Abschluss für diesen Tag. Das ist auf jeden Fall mein Outfit. Im Hintergrund ist ein bisschen Chaos, aber wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen los. You made it yourself. What's your name? Alyssa. Well, let me see what that says, Alyssa. Right, smile, come on. This is gonna live forever on Be Real. Oh, I've been sold to get you off my mind. Put on my love. Jetzt vorbei. Wir haben wieder mega Hunger, deswegen waren wir kurz bei McDonald's. Wir haben mittlerweile den nächsten Tag, aber ich dachte, ich zeige euch nochmal meine Geschenke. Angefangen hier mit so Süßigkeiten. Das sieht alles auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Die hier kenne ich noch gar nicht. Habe ich mich aber sehr darüber gefreut. Weiter geht's mit Blumen. Ich habe einmal die hier von meiner Patentante zugeschickt bekommen. Richtig süß, auch mit dem Topf. Ich muss das Ding ein bisschen noch abmachen. Tada! Voll süß. Zu den Blumen gab es auch noch ein kleines Säckchen und einen so Mini-Kuchen, der ist voll süß. Blumenstrauß Nummer 2 von Max, zusammen mit den ganzen Büchern. Blumenstrauß Nummer 3 und die Pflanze. Ich finde die auch richtig schön. Ich habe die noch nie gesehen, aber ich finde, die sieht voll süß aus. Dann gab es Bücher. Einmal die beiden, die gehören zusammen. Da bin ich auch sehr gespannt. Teil 1 und 2 und Teil 6 von dieser Reihe. Ihr müsst wissen, ich habe mir Teil 9 gekauft. Ohne dass ich davor irgendeinen Teil hatte, weil es den reduziert für 5 Euro gab. Das hat sich ganz spannend angehört. Ich dachte, das lese ich einfach mal irgendwann. Deswegen habe ich mir Teil 1 und 2 gewünscht. Teil 3 gab es nicht und Max hat mir Teil 6 geschenkt. Teil 4 und 5 habe ich jetzt mittlerweile auch schon. Und Teil 7 und 8 auch schon. Also ich habe jetzt bis Teil 9, glaube ich, alles außer Teil 3. Ich hoffe, ich mag die Bücher, weil ich habe davon jetzt 9 Teile. Dann habe ich einmal diese beiden bekommen, die gehören zusammen. Und die beiden von Harry Potter. Das sind Teil 1 und 2 und ja, ich bin sehr gespannt, weil die so illustriert sind. Dann habe ich so einen Sushi-Maker bekommen, da bin ich sehr, sehr gespannt. Den werden wir auf jeden Fall auch noch ausprobieren. Und ja, sieht aber auf jeden Fall sehr, sehr praktisch aus. Das Parfum, ich hatte davon noch so ein bisschen und Max hat es mir jetzt nochmal neu geschenkt, weil ich das so gerne mag. Und dann noch diese wunderschöne Vase. Auf jeden Fall hoffe ich, hat euch das Video gefallen und dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!